Bevor ihr denkt, boah, der Trümmergott ist wieder aktiv, muss ich euch enttäuschen, das ist nicht der Fall. Es hat zwar den Anschein, weil ich gerade zwei aktuelle Videos hintereinander hochgeladen habe, aber ich habe die Nummer am selben Tag gedreht, habe zeitversetzt hochgeladen, aber am selben Tag gedreht. Ja, und damit ihr es nicht gleich auf Anhieb merkt, habe ich mich sogar extra umgezogen. Gut. Also Kanalwärter, das gilt jetzt für dich. Du brauchst dich jetzt nicht freuen, dass ich wieder aktiv bin, okay? Du bist gemeint. Dieses Mal möchte ich euch Flirt-Tipps geben. Oder besser, dieses Mal gebe ich euch ein paar Flirt-Tipps. Wenn ihr zum Beispiel in einer Diskothek seid, dann geht man ja meistens mit der Person, die man gut findet, raus vor die Tür, weil in eine Disco ist es ein bisschen laut. Ja, und dann weiß man nicht, was man sagen soll. Man macht ein Kompliment. Ja, und es geht meistens nach hinten los, weil gleich die Karten auf dem Tisch liegen, kommt immer nicht gut. Entschuldigung, Sie haben wunderschöne Augen. Polizei. Raucher haben es da unfairerweise einfacher, im Gegensatz zu Nichtrauchern. Da sie ja so ein Standard ersten Spruch... Die Flirt-Tussi muss ich die wirklich spielen? Ja, du musst die Flirt-Tussi spielen. Ich habe nun mal leider keine weiblichen Darstellerinnen, die für so einen Quatsch bereit wären. Das schaffst du schon. Außerdem, die Aufnahme, das haben die schon gesehen. Und die Aufnahme, die wir später drehen... Die habe ich das noch nicht gesehen. Weil ich die Aufnahme, die wir später drehen werden, denn so schneiden werde, dass das am Anfang des Videos schon zu sehen ist. Also, du musst es so oder so spielen. Ich hab nichts anderes übrig, das ist schon quasi gezeigt worden. Ja. Entschuldigung, hast du mal Feuer für mich? Damit das klar ist, wir sind nicht schwul. Ich wiederhole, nicht schwul. Es ist nur so, dass diese kleine verkackte Loser-Show einfach keine Frauen als Darsteller rankriegt. Ich spiele eine Frau, nicht schwul. Frau. Gespielt. Eine gespielte Frau. Ich bin nicht Mann. Und er auch. Aber wir sind beide nicht schwul. Wir haben nur keine Frau für die Frau. Dankeschön. Ach ja, übrigens, ich finde Sie äußerst gut aussehend. Ich würde gerne den Beischlaf mit Sie durchführen. Wäre es Ihnen gestattet? Also kommt jetzt mein Tipp an euch. Also kommt jetzt mein Tipp an euch Nichtrauchern. Denn es gibt ja nicht nur Zigaretten, die man mit Feuerzeug anmachen muss. Entschuldigung. Haben Sie vielleicht etwas? Haben Sie vielleicht Feuer für mich? Ja. Dankeschön. Und wie heißt die so? Tja, das gedacht. Ihr müsst gar nicht mit dem Rauchen anfangen. Bei Heroin braucht man auch ein Feuerzeug. Das ist doch so einfach, die Antwort. Ach, ist das einfach, ist das einfach. Wo ist das hin?